sag mal, ich hab dich lieb. Ich glaube, dieser Mann hat uns allen aus dem Herzen gesprochen. Oh Gott, danke. Das waren jetzt gespielte Pannen, aber es gibt auch wirkliche Pannen in unserem Beruf zu bewältigen. Naja, was überlegst du dir so, wenn du in die Tagesschau gehst? Hast du da nicht Angst vor Pannen? Ach, Angst nicht, aber immerhin, es ist eine Live-Sendung und so wie es dort passiert im Studio, geht es auch bundesweit raus. Und immerhin sind Menschen da tätig und auch Maschinen, die nicht immer richtig funktionieren. Also es kann schon was passieren. Nein, ach, Pannen, die wird man irgendwie schon bewältigen. Aber was so auch sein kann, das sind eben richtig die großen Versprecher. Das sind nicht die vielen kleinen Hakler, die man auch mal hat. Was zum Beispiel? Sondern ein großer Versprecher wäre, wenn man zum Beispiel statt Bundespräsident Bundestagspräsident sagte. Das was, anderes, mir, was ja. mir schon passiert ist, reichlich was anderes. Ja, und dann muss ich unserer Redaktion diesen Bolzen ausgeben, bezahlen, in Form einer sehr netten Flasche. Ein Bolzen ist eine Flasche. Der Bolzen, ja. Die werden sich jetzt die Hucke voll saufen, nehme ich an. Na, das tun die nicht, aber eine Flasche. Ja, wir sind ja froh drum, wenn es Bolzen gibt. Dagmar, zu einem weiteren Streich. Wir haben uns in Aschaffenburg eine Wohnung gemietet und Dagmar Berghoff hat darin für einen Tag Hausfrau gespielt. Wir haben dich entsprechend verkleidet. Du warst also nicht mehr als Dagmar Berghoff zu erkennen. Nein, ich glaube aber auch, eine Hausfrau sieht nicht so aus, wie ich aussah. Ich hatte dicke Lockenwickler im Haar, ein Tuch drüber, eine Brille auf, einen dicken Pullover an. Also ich war schon sehr unförmig. So sehen Hausfrauen heute nicht aus. Die sehen niedlicher aus. Und ich glaube aber, dass tatsächlich mich da niemand erkannt hat. Hätte ja von der Stimme her sein können, aber das hat niemand gecheckt. Dass die Frau, die da als Hausfrau in der Wohnung war, dieselbe war, die dort auch im Fernsehen zu sehen war und Nachrichten las. Ich hatte voller Verzweiflung jede Stunde einen anderen Elektriker angerufen und ihn gebeten, mir dringend eine Steckdose zu reparieren, auf die ich sehr angewiesen war. Da sind diese Schalter hier. Und die sollen irgendwie ausgetauscht werden gegen die. Also ich weiß auch nicht so genau, das ist nicht meine Wohnung hier. Aber mein Schwager hat da gestern wohl sich etwas dran versucht. Also die, und es müssen die sein, weil die hier aus dem Haus irgendwie, das muss immer gleich sein, oder ich weiß auch nicht. Ja? Und ich mache ihn, glaube ich, erstmal hier hinten. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Tag, meine Damen und Herren. Die EEG-Kommission hat sich eine neue Möglichkeit einfallen lassen, wie dem Problem der Überproduktion von Getreide beizukommen ist. Die Eurokraten wollen den EEG-Mitgliedstaaten vorschlagen, die Markteingriffe für Getreide zeitlich zu begrenzen. Elektroinstallateur Horst Geis aus Aschaffenburg wurde heute zum schönsten Handwerker Deutschlands erkoren. Vorgenommen wurde die Wahl vom Zentralverband der deutschen Elektrohandwerker in Frankfurt. Horst Geis entspricht genau der Schönheitsnorm deutscher Handwerker, basierend auf den Richtlinien des VDE. Die Jury hatte über 15.000 Fotos zu begutachten, die von verschiedenen Arbeitgebern eingesandt worden waren. Guten Tag, meine Damen und Herren. Die EEG-Kommission hat sich eine neue Möglichkeit einfallen lassen, wie dem Problem der Überproduktion von Getreide beizukommen ist. Elektriker Peter Schneider aus Aschaffenburg wurde heute zum schönsten Handwerker Deutschlands erkoren. Vorgenommen wurde die Wahl vom Zentralverband der deutschen Elektrohandwerker in Frankfurt. Wie war das? Peter Schneider entspricht genau der Schönheitsnorm deutscher Handwerker, basierend auf den Richtlinien des VDE. Die Jury hatte über 15.000 Fotos zu begutachten, die von verschiedenen Arbeitgebern eingesandt worden waren. Guten Tag, meine Damen und Herren. Die EEG-Kommission hat sich eine neue Möglichkeit einfallen lassen, wie dem Problem der Überproduktion von Getreide beizukommen ist. Elektriker Dietmar Arnold aus Aschaffenburg wurde heute zum schönsten Handwerker Deutschlands erkoren. Vorgenommen wurde die Wahl vom Zentralverband der deutschen Elektrohandwerker in Frankfurt. Dietmar Arnold entspricht genau der Schönheitsnorm deutscher Handwerker, basierend auf den Richtlinien des VDE. Die Jury hatte über 15.000 Fotos zu begutachten, die von verschiedenen Arbeitgebern eingesandt worden waren. Guten Tag, meine Damen und Herren.
Die EG-Kommission hat sich eine neue Möglichkeit einfallen lassen, wie dem Problem der Überproduktion von Getreide beizukommen ist. Elektroinstallateur Erik Müller aus Aschaffenburg wurde heute zum schönsten Handwerker Deutschlands erkoren. Vorgenommen wurde die Wahl vom Zentralverband der deutschen Elektrohandwerker in Frankfurt. Erik Müller entspricht genau der Schönheitsnorm deutscher Handwerker, basierend auf den Richtlinien des VDE. Das ist jetzt mal so ein Quatsch. 15.000 Fotos zu begutachten, die von verschiedenen Arbeitgebern eingesandt worden waren. Ey, war so wir haben den Oberbürgermeister von Aschaffenburg, ja, ich eine Stellungnahme gegeben. Wir hätten Ihnen jetzt gerne Erik Müller persönlich vorgestellt, meine Damen und Herren, aber er ist mit Kundendienstarbeiten beschäftigt, leider für uns nicht erreichbar. Ich bin bei Fritz Stettner, seinem Arbeitgeber. Herr Stettner, wie lange ist er denn schon Ihr Mitarbeiter? Herr Müller ist jetzt nahezu ein Jahr in unserem Betrieb beschäftigt. Der hat heute einen Betrieb? Ich bin das Herr Stettner, der Chef. Ich will nicht mehr. Was sagt er denn? Erik Müller wurde heute zum schönsten Handwerker Deutschlands gewählt. Was bedeutet das eigentlich für Ihren Betrieb? Für uns eine riesen Überraschung und eine Freude gleichzeitig, bestätigt aber unsere Einstellungspolitik, nach der wir nur gut aussehende und gepflegte Mitarbeiter beschäftigen. Vielen Dank, Herr Stettner, und damit zurück nach Hamburg. Mutti, hast du das erste Programm geguckt? Ich bin ja ein schönster deutscher Elektriker ausgekühlt worden. Schönster deutscher Elektroinstallateur, das ist im ersten Programm hergekommen. Nee, die babbelt die ganze Zeit schon über mich, mein ARD ist das. Ja. Guck mal, das war, ich hab das gerade gesehen, weil du der Fernseher gelaufen ist. Über die Tagesschau gratuliert hier auch noch der Bürgermeister, dem schönsten Handwerker Deutschlands. Die haben auch dazu beigetragen, dass es den schönsten Handwerker der Bundesrepublik bei uns gibt. Küchenmeister so gut, ey. Also, ich lass den. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch auf den schönsten, oh lala. Wir müssen erstmal. Nur setzen Sie sich mal einen Augenblick hin. Ich finde das toll. Also ich finde das ganz toll, aber ich kann mir auch vorstellen, klar. Sie sehen ja auch wirklich sehr niedlich aus, wenn ich das mal so sagen darf. Dankeschön. Darf ich das sagen? Ja. Sind Sie schon mal angesprochen worden darauf? Ja, schon ein paar Mal. Ja? Ehrlich? Ja, klar. Erzählen Sie mal. Ja, schon oft ein Diskurs oder so. Ja? Die Wetterlage. Das umfangreiche Orkantief über dem Nordatlantik zieht langsam übers... Also ich muss aber trotzdem weitermachen. Ja? Jetzt wäre ich nicht fertig. Gut, ich werde nochmal hier mir wieder den Fernseher anmachen. Ich will nämlich wissen, wieso das Wetter wird. So, und jetzt wende ich mich an den schönsten Handwerker Deutschlands. Ja, Sie meine ich, Sie. Sie haben doch gerade Ihren Namen gehört. Schauen Sie doch mal neben den Fernseher, da sehen Sie doch eine Tür. Schauen Sie da mal ganz genau hin. Da steht nämlich unsere versteckte Kamera. Ja, verstehen Sie Spaß? Ist das so? Ich bin hier Platte, das ist ja super. Ich weiß natürlich nicht, ob das der schönste Handwerker war. Eines weiß ich aber gewiss. Wir hatten mit diesem Film den schönsten Lockvogel, der je für unsere versteckte Kamera gearbeitet hat. Herzlichen Dank, Dagmar Berghoff. Viel Spaß weiter, Herr Kopp. Danke. Tschüss. Und bald kommt unser nächster Streich. Der Hinweis darauf folgt sogleich. Viel Spaß. Das Motto der nächsten versteckten Kamera vor der Haustür. Hier bei Horst Happert, bei Gustl Beierhammer, auch Klaus Havenstein haben wir überrascht. Nicht anders erging es Roberto Blanco und auch Petra Schürmann. Viel Spaß!